Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen und Genießen. Heute mache ich für euch etwas ganz Besonderes wieder mal. Ja, wie immer, ich mache immer irgendwas anderes als was normal ist. Ich mache heute für euch eine Torte. Was für eine Torte? Mama, ich mache keine süße Torte, ich mache eine Hühnertorte, eine bekannte. Und dazu brauchen wir folgende Zutaten, die zeige ich euch jetzt. Lasst euch überraschen. So, wir brauchen Schinken. Unser Hühnerfilet ist natürlich für die Hühnertorte. Und da habe ich gestern schon vorbereitet so eine Hühnerlebermasse mit Semmelwürfeln. Wir sollen einen Tag durchziehen. Da ist schon alles drin: Salz, Pfeffer, Petersilie, Zwiebel, etwas Majoran kann man reingeben. Das Ganze durchmischen und über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. Das wird richtig lecker. So, die Hühnerfilet. Schauen, dass man das da halbiert. Da ist ein kleiner Knochen drin, der muss weg. Der da zum Beispiel, ne? Nimmt mal weg. Dann haben wir da schöne Filets, die kleinen Sachen vom Auto zu nehmen. Dann tun wir die einfach Möglichkeit, nicht die Finger. So, aufblättern. Je dünner, je besser. Weil das wird ja dann im Ofen gebacken. Das heißt, man soll das nicht zu dick lassen, damit das auch saftig und durch wird. So, das tun wir dann noch ein bisschen ausklopfen. Eins. Weniger ungefähr, wenn wir 4 Stück brauchen dafür. Kommt auf die Größe drauf an. Wenn sie ganz kleine hat, dann müsst ihr auch mehr. Das lasse ich, muss ihr das selber sehen. Ich meine, soweit. Ich habe da schöne große Hühnerbrüste. Steirische, Weißhähnchen sind das nicht, das sind normale, Weißhähnchen sind gelb. Hühnerbrust von Maishähnchen, das hat eine leicht gelbliche Farbe, das sind normal gefütterte. Schön halbieren, da setze ich das. Schön auffällchen, das passt schon, so, sehr gut. Das können wir dann auch dazugeben. Das tun wir weg. So, nachdem wir das haben, werden wir mal den Schinken auslegen. Nur den Boden. Den Boden schön auslegen damit. Dann passt das schon. So. Was ich vergessen habe bei den Zutaten zum Sagen, es kommt noch Ei und Mehl dazu, weil wir müssen ja da irgendwo schauen, dass wir ein bisschen Konsistenz herkriegen. So schaut, dass das schön der Boden schön bedeckt ist. Seht ihr das? So soll das ausschauen. Und tun wir jetzt noch schnell die Hühnerfilets klopfen. So, die Hühnerfilets sind geklopft. Jetzt tun wir das salzen. Aufpassen, weil ich habe praktisch die Hühnerleberfilets auch schon gesalzen. Dann, dass es nicht zu salzig wird. Schön einreihen. So, das passt gut. Das können wir wieder zurück. Also Pfeffer. Pfeffer haben wir auch vergessen. So, ein bisschen Pfeffer drauf. Juppdiwupp. So, das wäre der erste Teil. Das passt gut. Und jetzt, ein Brett weg. Machen wir das mit den Hühnerfilets. Oh,
haben wir ungefähr 2 Eier, ein bisschen Mehl. Das Ganze tun wir versprudeln. Die kleine Prinzessin ist auch wieder da. Hallo. Die gehört schon irgendwie zum Inventar. Das ist schon irgendwie nicht mehr. Ohne sie geht es gar nicht mehr. Ja? Ich habe mich einfach nur an Videos mit dabei gefühlt. Sie macht das gerne. Von mir aus. So, das haben wir dann wie panieren. Kurz Mehl wenden. Dann ins Ei. Auch so nochmal rundherum. Und das nehmen wir dann da schön in die Form hinein. So, da, dass das schon ausgelegt wird. So, seht ihr das? Ungefähr 2 Hühnerfilets werden da Platz haben. Papa, was hast du für ein Gericht? Eine Hühnertorte. Meine Hühnertorte. Weil das nur was anderes ist, wie Hühnerschnitzel, ne? So, das ist fair. Und dann kommt die Masse rein. Jawohl. Tun wir schön gleich drücken. Und was ist für die anderen? Jetzt nur eine kleine Hühnertorte? Die kann man groß machen, wie man will. Kann eine kleinere auch machen, wenn man kleinere wenn man machen soll. Seht ihr das? Schön auseinander drücken, dass das schön gleichmäßig wird. Also was hast du aber die Masse gemacht? Was hast Zimmeln, habe ich hier schon gesagt. Zimmeln, Hühnerleber, Petersilie, Salz, Pfeffer, ein bisschen Knoblauch kann man reingeben, Majoran. Hast du auch Knoblauch reingegeben? Ja. Yeah. Und wenn man nicht den Knoblauch reinbekommt, muss man auch nicht reingeben. Genau, so ist es. So, und dann nochmal Schinken drauf. Aber das ist eigentlich schnell vorbereitet. Man gibt das dann ca. 1,5 Stunden bei 150 Grad ins Rohr. Und kann dazwischen was anderes machen. Hm? Wie fern schon? Zum Beispiel, so wie du, ne? Ich mach oder dann mit Knete spielen. Mit Knete spielen, ja, komm auch. Wenn ein Kind hat und es beim Video dabei macht, dann kann es so lange mit Knete spielen. Oder fern so, oder mit was anderes spielen. Aha. Und dann wieder drauf. Wir werden dann noch ein Ei versprudeln. Das kommt dann noch drüber. Machst du noch einen Teig dann? Nein, ein Ei noch. Muss man, glaube ich, noch. Machst du noch eine Masse dann? Nein, das ist genug. Ich hole dir ein Ei. Wow. Wo gibt's die Eier? So, schau her. Jetzt haben wir das schön auseinander. Ei brauchst du nicht mehr holen, weil ich habe eins zu holen. So, durch. Noch ein Ei da rein. Ei, Ei, sprach die Maus. Und darf ich das so sprudeln? Darf ich es ein bisschen sprudeln? So, dann noch die restlichen Hühner, die kleinen Teile mit da rein. So, das. Oder Leute, ihr könnt es dann, wenn ihr es seht, müsst ihr dann nicht wieder zum Kühlschrank gehen und euch noch ein Ei holen. So. Das nehmen wir dann einfach so drauf. Siehst du? Schön verteilen. Passt. Fertig. Das war schon die ganze Hexerei. Das ist unsere Hühnertorte. Und die kommt jetzt bei 150 Grad 1,5 Stunden in den Ofen. So, das Rohr muss nicht vorgeheizt sein, das reicht, wenn es langsam mal heiß wird, weil das eh lange braucht zum Durchfallen. Das soll nicht zu heiß sein. So, das räumen wir mal weg. Und man darf nicht mehr als so viel wie.
Mein Papa sagt, sonst verbrennt die Hühnerkotte. Genau. Das ist besser schon ab. Und was machen wir für eine Beilage? Machen wir einen Schafkäsesalat. Ich esse nichts Schafes. Das ist nicht scharf, der heißt Mäh. Schafe. Milch. Schafkäsesalat. Aber ich will keinen scharfen Salat. Der ist ja nicht scharf. Der heißt nur so. Schaf, das ist ein Tier. Mäh. Kennst du nicht? Schaf, scharf. So, für unseren griechischen Bauernsalat brauchen wir eine Gurke, die du mal schälen. Mit Schale kommt der nicht ins Salat? Nein. Weil die Gurke ist gespritzt und mit Pestiziden bearbeitet. Ich traue dem Frieden nicht so ganz. Das ist Gemüse. Aber natürlich, die Paprika tun wir waschen, die Tomaten waschen wir. Und die Zwiebeln? Die Zwiebeln kann man noch schälen. So. Und schneiden. Schaut mal, so Würfel schneiden. Die sind riesig. Riesig. Und wenn ihr wollt und es zutraut, mit der Schale mit dem Salat zu machen, dann könnt ihr es auch mit der Schale. Genau, wenn ihr aus dem eigenen Garten die Gurken habt, dann wisst ihr was drauf, wie die gewachsen sind und dann passt das schon. Mhm. Aber so traut mein Papa nicht, weil wir haben keinen Garten. Nein, wenn ich das vom Supermarkt kaufe, haben das 100.000 Leute angegriffen und das ist gerade jetzt in Corona-Zeiten, muss man schon schauen, dass man das Gemüse gut wäscht. Gell? Ja, und irgendwie nicht vergisst, wenn man sie aus dem Supermarkt hat, lieber schälen. Ja. Aber beim Garten ist es ein bisschen besser. Das ist sogar sehr viel besser, weil das ist das eigene Gemüse und da ist nichts drauf. Nur wenn ein paar Käfer drauf kommen. Ja, die Käfer. Käfer machen nichts. Man wascht auch das eigene Gemüse. Das ist normal, weil wenn es regnet oder was, kommt auch Schmutz drauf. So, die Paprika tun wir auch waschen. Und Tomaten? Waschen wir auch. Die sind aber ganz nass. Na, vom Ofenkühlschrank. So, schaut her. Ofenkühlschrank? Vom Kühlschrank halt. Und wow. Dann kehren die Kerne raus. Das ist stark. Ich tue das andere. So, schaut her. So. Und wenn die Kinder, wie zum Beispiel ich, keine Gurken möchten, könnt ihr es auch ohne Gurken machen. Aber ich fische mir nur die Tomate und Paprika raus. Weil ich esse keine Gurken, sag ich. Zucchini auch nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder mehr Zeit habe. Meine Homepage werde ich jetzt auch demnächst wieder aktualisieren, weil ich habe jetzt absolut keine Zeit gehabt für irgendwas. Das heißt, ich hänge da überall hinten nach. Aber ich bin trotzdem, muss ich mal Danke sagen, für großes Interesse. Mhm. Und was mich überrascht, dass ich meine Homepage so viel Anklang findet, auch international. Ich bin momentan in 60 Ländern der Welt schon vertreten. So viele Leute haben sich meine Homepage schon angeschaut. Das ist Motivation pur. Nur es tut mir leid, dass ich eben nicht so viel Zeit investieren habe können, jetzt, dass ich das immer aktuell halte. Aber ich werde schauen, dass ich da jetzt wieder weiterkomme, dass das wieder besser wird. Jetzt habe ich auch dann schon langsam wieder Zeit. Machen wir das schon. Papa, es gibt nämlich so viele interessante Sachen, was ich zum Berichten habe und zum Schreiben habe. Mhm. Und er muss noch für den Kindergarten die Bestellung machen. Na, ich habe im Moment ziemlich viel zu tun. Ich habe mir ziemlich alles alleine gemacht. Und dafür hatten wir auch keine Zeit für die Videos. Genau. Schickst du diese Videos? Ja, die teile ich auf YouTube. So. So, dann haben wir da den Schafkäse.
Den brauchen wir eigentlich nur zu bröckeln oder kann man so ein bisschen schneiden. Tun wir da rein. Braucht man nicht den ganzen, das wäre zu viel. Das sind 400 Gramm, also wenn es jetzt ungefähr 150, 200 Gramm Schafkäse dazu gibt, ist das gut. Ist jetzt wie schön der ist schön cremig. Passt auch vom Salzgehalt her, einfach genial. Was gibt es noch zum Sagen? Ja, der Sommer ist jetzt ziemlich vorbei. Ne? Jetzt haben wir schon bald Herbst. Temperaturmäßig ist zwar noch ganz gut, aber das kann schnell gehen. Überhaupt nächste Woche, wenn die Schule anfängt. Also übernächste Woche. Ja, nächste Woche ist das schon. Ui. Dann haben wir eine Woche, hat sie noch Urlaub, Ferien. Dann geht meine kleine Maus auch schon in die Schule. Duftet schon. Nachdem wir jetzt alles geschnitten haben, nochmal ein bisschen Pfeffer, etwas Salz. So, das lassen wir ein bisschen ziehen. Dann mal durchmischen. Dann mal so eine Schaufel. Das. Das ist richtig, schaut so richtig erfrischend und lecker aus. Kommt dann noch ein bisschen Olivenöl drauf. Man braucht dazu keinen Essig, weil die Tomatensäure, das passt dann eh alles genau. Aber wenn ich dann noch Essig drücke, wird es zu sauer und das passt dann nicht so ganz dazu. Das passt schon so. Das lassen wir jetzt durchziehen. Der ist soweit fertig. Soweit haben wir jetzt alles fertig. Ich warte jetzt nur noch, bis dann die Hühnertorte fertig ist. Und dann können wir anrichten. So, unsere Hühnertorte ist fertig. So schaut die aus. Und die richten wir jetzt an. Schauen wir mal, machen wir das da auf. Das ist sehr heiß. Vorsicht. Oh, schau wie schön. Wie Pudding, gell? Jetzt ist richtig zuerst. Zuerst haben wir es einmal probiert und da war es noch ziemlich flüssig weich und da ist man fast davon gelaufen. Aber ja, ich habe sie noch eingefangen mit Lasso. Gut, so, das haben wir da schön. Wie eine Torte. Das ist aber keine Torte. Wie eine Torte? Nein. Was dann? Das ist einfach ein Hühnchen. Ein Hühnchen? Ja, das Hühnchen-Torte. So, ich mache ein bisschen Salat auf die Teller. So, haben wir da so, schön drauf. Und vorher so, mit Schaf. Ein Schafkäsesalat ist das. Habe ich hier dann mit Schaf. Jetzt schauen wir, dass wir das da schön rauskriegen. Schaut, wie schön das ausschaut. So soll das sein. Anders soll es nicht sein. Setzen wir jetzt da drauf. Hm? Schön schaut das aus. Oder? Haben wir gut gemacht? Mhm. Na, gut gemacht. Aber das, was ihr jetzt hört, müsst euch nicht interessieren. Was? So. Tschüss. Tschüss. Das war's wieder für diese Woche. Ich wünsche euch gutes Gelingen, viel Spaß beim Nachkochen und tschüss. Hm? Hast du schon? Also, er hat schon. Tschüss.